Nachts, willkommen bei Lotti on Tour für den Feuervogel mit Moni und Jörg. Hallo zusammen. 16.16 Uhr. Urlaub. Welchen haben wir heute? Heute ist der 14.07. 14.07. 16.16 Uhr. Zähne erreichen ihr Ziel um 9.16 Uhr. 9.16 Uhr. Zähne geputzt, Haare geschnitten, 0 Kilometer auf der Uhr. Wir starten jetzt unseren Roadtrip nach Norwegen. Erste Station Flensburg, zweite Station Hirtshals, und dritte Station Kristiansand. Und schlafen tun wir dann in Norwegen, schlafen werden wir in Norwegen, Lillesand. Den ganzen Trip nehmen wir auf und ich sag mal, wir wissen nicht genau, was kommt. Wenn was Spannendes dabei ist, werden wir sowieso zeigen, ansonsten gibt es hinterher wieder ein Erzählvideo. wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Hallo Monika! Marc? Pause! Essenspause. Nach wie viel Stunden? Nach 3 Stunden? Moni und ich haben eine ganz klare Arbeitsteilung. Ich fahre, sie schmiert Brote. mal so, by the way, ich habe ja. Im vorherigen Video haben wir ja gesagt, bin mal gespannt, wir haben ja den guten Diesel getankt und im Schnitt brauchen wir ja immer so 11,5 Liter. Jetzt ganz klar 10 Liter, noch nicht einmal ansatzweise in dem Bereich von 11, sondern wirklich glatte 10 Liter, so nach ca. 200 schlag mich tot Kilometern. Schauen wir mal am Ende des Tages, wo wir sind, wenn wir in Flensburg angekommen sind. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Erste kurze Wasserstandsmeldung. Also wir sind gestern Abend um 12:30 hier im Skandinavienpark in Flensburg angekommen. Hatten eine Fahrzeit von etwas als mehr, also wirklich ein paar Minütchen und mehr als 7,5 Stunden. 634 Kilometer gefahren und Lotti hat 10,3 Liter verbraucht. Das für die Statistiker unter euch. 10,3, deswegen, weil ich sie hinterher mit 120 über die Bahn gejagt habe. Also verträglich und wir sind auch mit einer Tankfüllung hier hochgekommen. Hat also gepasst, rein sprittechnisch. Ein Wermutstropfen gibt es allerdings. Hier oben am Skandinavienpark gibt es Diesel, wie bereits gesagt, aber es gibt nicht diesen guten Diesel. Das heißt, wir mussten jetzt wieder den normalen Diesel einfüllen. Dadurch, dass der Tank ja leer war, haben wir jetzt einen guten Vergleich, ob wir mit den Kilometerzahlen und ob der Verbrauch bis Norwegen, also bis oben in Hirtshals der gleiche ist. So, ansonsten, was kannst du sonst sagen? Ansonsten haben wir gut geschlafen, ein paar Stündchen jetzt, wir trinken uns jetzt noch ein Käffchen und sonst gibt's eigentlich nichts. Dann sehen wir Verkehrsaufkommen. Ja, Entschuldigung. Verkehrsaufkommen, also bis hierhin war okay. Wir hatten zwischendurch mal so ein bisschen stockig, aber ansonsten sind wir gut durchgekommen. Nächste Wasserstandsmeldung gibt es dann in Hirtshals, direkt an der am Pier. Ja, endlich angekommen. Es ist windig, wie zu erwarten. Wetter ist jetzt nicht so berauschend. Wie zu erwarten. Ob es jetzt, ich sag mal, vom Ton her passt, wissen wir auch nicht, weil es doch sehr windig ist. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Wir sind wie viel Stunden gefahren? Knapp 4 Stunden sind wir jetzt bis hier gefahren von Hirtshals. Quatsch. Von Flensburg nach Hirtshals. Ja. So, knappe 4 Stündchen sind wir gefahren, sind gut 4 Stunden vorher wieder angekommen, sind wieder die ersten, so wie letztes Jahr auch, und können dementsprechend ganz chillig abwarten, bis das unsere Fähre dann kommt. Wir haben sogar direkt den Fährplatz gefunden und nicht wie letztes Jahr einmal eine Runde durch Hirtshals und einmal rückwärts von so einem riesen Parkplatz runter, wo tausende Autos standen. Ja, und eingecrashtes Wohnmobil haben wir jetzt auch gesehen.
ist ja, traurig anzusehen, wie man so ein Wohnmobil zerhacken kann, aber ich hoffe, dass uns das natürlich nicht passiert, zum einen, und zum anderen, ja, wer weiß, was da passiert ist. Und dann ist uns auf dem Weg nach Hirtshals auch noch, sind wir an einer Unfallstelle vorbeigekommen, wo zwei LKWs ineinander gerauscht sind, war auch nicht so schön. Da standen wir auch ein bisschen im Stau. Genau, standen wir ein bisschen im Stau und der nächste Step wird jetzt sein, quasi vor dem Buffet auf der Fähre. Jetzt gehen wir erst ein bisschen schlafen. Na Monika, du Schlafmütze! Ja! Erzähl, komm schnell! Ich wollte gar nicht schlafen, ich wollte nur ein bisschen dösen, dann bin ich auch eingeschlafen. Und jetzt? Jetzt? Ja, weil jetzt, ganz einfach, jetzt sind alle schon drin, die sind an uns vorbeigefahren quasi, wir haben ein bisschen verschlafen. Ja. Aber wir haben gut geschlafen. Wir haben echt tief und fest geschlafen. Wäre ist das peinlich. Also nochmal zum Mitschreiben. Man hat bereits vor uns, also man hat die Pforten geöffnet, sodass wir durchfahren können, beziehungsweise die anderen, und wir waren noch fleißig hinten beim Schlafen. Ja. Naja, hat ja zumindest keiner gehupt, was in diesem Fall gar nicht verkehrt gewesen wäre. Ja. Beim letzten Mal haben wir uns auch falsch hingestellt. Da standen wir da, wo die PKWs hin sollen. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir hin sollen, aber kriegen da Anfangszeit nicht Mist. Nee, ist das peinlich. Aber. Letztes Mal haben die doch geklopft, oder? Ja, beim letzten Mal haben sie geklopft, genau. Aber jetzt hat keiner geklopft. Hello! Hello! If I can just your passport. Oh, my passport. No problem. Auch wenn ich lange heier war. Eine, one or both? Das wird doch der Beste sein. There you go. And one moment. You need a ticket? No, I found you on your license. My driver license? Yeah. No, your license plate. What? I found you on your license plate. Your registration number. Yeah. Yeah, for the car, I found your dental. Ah. Yeah. Ah, anhand unserer Nummernschild hat sie unser Ticket gefunden. Ich dachte schon, ich musste wieder mein Hochenglisch auspacken. Nee. Hätte ich mir besser in der Schule aufgepasst, du. Ich kannte es ja. Arme Frau, kann ja nichts dafür, dass ich so doof bin, ne? Aber es ist auch unser Schulsystem, das ist überhaupt nichts. Ich kann nicht. Die sprechen alle fließend Englisch. Boarding card, lounge. Thank you very much. This one is to show that you turn the gas off. The gas needs to be turned off. Yes. Yes. Thank you very much. And lane 31. Lane. If you follow the yellow line. Thank you very much. Have a nice day. Bye-bye. Yes, to you too. What? I follow the yellow line und bin ich mal immer nach 31. Yeah. Guck mal, hier ist auch schön die gelbe Linie. Das haben sie uns beim letzten Mal nicht erklärt. Hello. So. Allerdings ein guter kleiner Tipp am Rande. Ich glaube, jetzt sollten wir nicht mehr verschlafen, sonst fährt der Junge ohne uns. Alles klar. Also, was haben wir bekommen? Boarding Cards. Was haben wir bekommen? Meine Güte, ich muss ein Kartenspiel mischen. So, was haben wir bekommen? Also, man hat drei, also ich hätte jetzt gesagt, dreimal einen Kassenbon gekriegt. Nein, das sind diese Boarding Cards. Und hier hat man mir nochmal erklärt, ich soll den Kühlschrank ausschalten, beziehungsweise Gas abdrehen, schwer entflammbar. Nein, Quatsch, nicht schwer entflammbar. Gas abdrehen.
Da müssen wir 2 Stunden lang jetzt den Kühlschrank ohne laufen lassen. Oh, was sollen sie machen? Sollen sie uns an Bord werfen? Spektakulär, es geht auf die Fähre! Hier kann man sich nicht verfahren. So, jetzt wissen wir, Safety first, Kühlschrank aus, Gashahn abdrehen. Also, die erste Schlacht am Buffet ist geschlagen. Wir sind satt, trinken unseren zweiten Kaffee und genießen die Überfahrt. Und wir sind schaukelt ein bisschen. Ja, alles gut. Das Buffet, was man hier bekommt an Bord, für 27 Euro pro Person, all you can eat and all you can drink. Hier gibt es sogar Wein und Bier. Also nur für die, die Alkohol trinken sollten. Wir natürlich nicht, wir trinken Kaffee. Ist das Geld wert. Ne? Also es gab heute Roast Beef, Lachs. Also nicht nur einfache, billige Sachen, sondern wirklich hochwertig. Wir können es nur wärmsten empfehlen. Und auch ganz leckeren Nachtisch. Genau. Ganz leckeren Kuchen. Wirklich gut. Und wir sitzen ganz bequem und wir fahren noch ein Stündchen, ja, auch 2 Stündchen und dann alles gut. Jetzt haben wir Urlaub. Eine super Aussicht haben wir auch. Hier an Bord ist so richtig Spaß angesagt. Vielleicht kann man es am Glas erkennen. Ich versuche das mal so. Das ist aber mutig. So. Ihr geht richtig die Post ab. Quasi Hochseewellengang. Ja. Wow! Das ist der Hammer. Es sieht auch mal Kürbis. Ihr seht es. Noch ist es dunkel. Die ganzen Vorbereitungen laufen schon, alle laufen hektisch auf dem Parkdeck hin und her. Wir haben das Gas wieder angedreht. Kühlschrank läuft auch wieder. Nächster Step ist jetzt quasi Wohnmobilhändler Kroken in Christiansand, genau. Und ja. Und dann suchen wir uns in Lillesand Plätzchen zum Schlafen. Genau, zum Schlafen. Das Schöne letzten Endes ist ja, wenn man einmal weiß, wo man hin muss und wie es funktioniert, dann hat man gute Karten. Ja, die Überraschung ist groß. Scheinbar haben die Norweger ein wenig an Toleranz eingebüßt. An einigen Stellen haben wir jetzt gerade schon dieses Schild gesehen, dass Wohnmobile eben nicht mehr frei stehen können. Also ich bin mal gespannt, wie sich der Urlaub so entwickelt. Wir haben natürlich noch einen Plan B, da oben ist noch ein Platz frei, aber... Ja, aber klar, ich meine, hier war das natürlich... eigentlich unser Plan und hier ist es ruhig und schön, aber schade. Ja, wer weiß, aus welchem Grund die Norweger Toleranz gestrichen haben. Wir sind jetzt hier in Lillesand. Eigentlich wollten wir gegenüber auf diesem Stellplatz parken für die Nacht, in dem Waldstück, aber leider gilt das nicht mehr. Weil dieses wunderbare Schild da stand. Jetzt sind wir mal gespannt, wie gesagt. Wie viel von diesen Schildern wir jetzt in Norwegen doch noch finden werden. Wir haben jetzt noch ein kleines Nebensträßchen gefunden, wo so ein Schild eben nicht platziert ist. Und jetzt gehen wir davon aus, dass wir hier stehen können. Ich zeige es jetzt gleich mal kurz. Und wir haben noch einen Tipp, ja, genau, in Bezug auf Norwegen. Den haben wir letztes Jahr bekommen und zwar? Genau, wir haben jetzt unsere Telefonnummer hier vorne reingelegt in die Windschutzscheibe, ja, sodass wir zu erreichen sind, falls irgendwie was ist.
Ja, diesen Tipp haben wir letztes Jahr bekommen von auch Wohnmobilisten, wo ihr gesagt habt, stell dich irgendwo hin, leg die Handynummer in die Windschutzscheibe und dann ist eigentlich alles gut. Haben wir letztes Jahr gemacht, wir haben nichts gehört, also gehen wir davon aus, dass alles gut ist. Dieses Jahr machen wir es wieder und hoffen, dass auch wieder alles gut geht. Genau, wir haben jetzt aber noch vor uns, haben wir jetzt noch ein Wohnmobil stehen, das auch hier an dem Platz steht, wo man stehen darf. Da bin ich freundlicherweise anklopfen gegangen und habe gesagt, hör mal, wir wollen hier eine Nacht lang stehen, hast du vielleicht was dagegen oder ist es okay für dich? Nein, hat er gesagt, alles gut, kannst hier stehen bleiben, fertig. So, also nach dem Motto, sprechenden Menschen kann geholfen werden und somit steht, ich sag mal, unserer ersten Nacht in Norwegen auf norwegischem Boden nichts entgegen. Für unseren ersten Tag, sag ich mal, Urlaub, haben wir ja schon einiges erlebt. Ne? Auf der A1, auf der Rheinbrücke, ist plötzlich die Schranke runtergegangen und wir haben gesagt, ups, wir sind zu schwer, weil wir sind ja bewusst etwas überladen gefahren. Wir hatten ja knapp 3,5 Tonnen drauf, haben noch 100 Liter Wasser reingehauen, weil wir das ja in Deutschland dürfen. Haben wir gedacht, ups, ist die Brücke so genau? Schmeißt ihr uns jetzt raus? Geht wirklich direkt vor uns die Schranke runter. Dann hatten wir den Unfall von den beiden LKWs, die ineinander gerauscht sind in Dänemark, wo da, ich sag mal, so 3 Kilometer Stau stand. Also war schon nicht schön heftig, zu sehen. Ist Gott sei Dank, so wie es aussah, nichts passiert. Stand auch kein Krankenwagen da oder so. Dann das geschrottete Wohnmobil, was wir gesehen haben, war auch kein besonders schöner Anblick. Aber der Knaller war, das kann ja auch wieder nur uns passieren. Ne? Wir kommen vor diesem Fähr, vor diesem Dock an, von der Fjordline. Und haben gesagt, ach, da legen wir uns dann noch ein bisschen schlafen und sind wach geworden, weil die Schranke schon aufgegangen war. Und, da war so viel Tobabo, darüber bin ich wach geworden, weil es so laut wurde und so hektisch alles klang. Und dann sagte der, oh, ich glaube, die fahren schon los. Ja, also, rufe die Katz aus dem Bett raus, schluppen an, Zündschlüssel rumgedreht und erstmal durchs Eingangstor gefahren. Um sich dann hinterher, ich sag mal, anstellen zu können in der richtigen Linie, um auf die Fähre zu kommen. Aber da war ich echt noch ein bisschen verbacken. So. Das kann auch wieder nur uns passieren, oder? So, und dann würde ich sagen, wenn euch dieses kleine erste Road-Movie gefallen hat, dann schenkt uns einen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal. Und dann freuen wir uns wieder, wenn es heißt Lotti und Tour für den Feuervogel mit Moni und Jörg. Bis dann, tschüss. Tschüss.